Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie heute wieder ziemlich zahlreich hier erschienen sind, um sich mit uns auseinanderzusetzen über die Vita Christi, das Motto des Bachfestes 2013. Es ist die dritte Diskussionsveranstaltung und diese Diskussionsveranstaltungen scheinen notwendig zu sein, weil doch nicht wenige Probleme damit haben, den Lebensweg und die Heilsgeschichte Christi innerhalb von 10 Tagen im Sommer abgebildet zu sehen. Und das vielleicht provokanteste an diesem Bachfest ist der Umstand, dass das Weihnachtsoratorium im Juni zu hören sein wird. Heute werden wir das von theologischer Seite aus beleuchten. Deswegen begrüßen Sie mit mir herzlich Pfarrer Christian Führer für die Protestanten. Für die protestantische Seite. Ja. Und Propst Lothar Fiok für den katholischen Aspekt. Bei beiden, das habe ich im kurzen Vorgespräch gerade schon festgestellt, gibt es grundsätzliche Unterschiede, was die Aufteilung des Kirchenjahres anbelangt. Und ich glaube, es gibt auch grundsätzliche Unterschiede, was das Festgezurrtsein von Musik im Kirchenjahr anbelangt. Ich würde aber mit einer ganz privaten Frage loslegen wollen. Herr Wolf, würden Sie sich im Juni ein Weihnachtsoratorium anhören wollen? Nee, ich kaufe auch im Juni oder Juli, August keinen Stollen und keinen Lebkuchen. Nein. Würde ich nicht machen, selbst wenn es eine hochkarätige Aufführung ist und ich eine Freikarte dafür bekomme. Einfach, weil ich da nicht für in der Stimmung bin und ich sowieso, da so eine Aufführung in der Kirche nicht stattfinden würde, Probleme habe, mir ein Weihnachtsoratorium oder auch eine Passion im Konzertsaal anzuhören. Olaf, wie sehen Sie das? Ich sehe es genauso. Also ich würde privat nicht im Sommer mir das Weihnachtsoratorium oder die Passion anschauen, was da andere gerne tun. Das ist deren Sache. Aber ich selbst würde mir es nicht antun. Und ist ja dadurch, dass das Weihnachtsoratorium im Gewandhaus stattfindet und nicht in der Kirche, vielleicht noch viel mehr als dadurch, dass es im Sommer stattfindet, ist was völlig anderes. Kann man so ein Werk wie das Weihnachtsoratorium sozusagen abstrahieren vom liturgischen Anlass und sich dann besser auf die Musik konzentrieren? Oder haben Sie Verständnis dafür, dass manche so vielleicht ganz anders, vielleicht sogar besser hören? Verständnis dafür hätte ich schon. Ich kann allerdings jetzt keinen Vergleich machen, weil ich mir das nie im Gewandhaus oder irgendwo mal in einer Konzerthalle angehört hätte, wie das da klingt, welche Atmosphäre da in diesem Konzert. Ich kann mir es ehrlich gesagt schlecht vorstellen, hätte aber Verständnis dafür, wenn andere sagen, aus ideologischen Gründen gehe ich nie in eine Kirche. Warum soll man denen diese Musik vorenthalten? Dafür ist sie wiederum zu gut. Also kann man doch gut und gerne auch dann im Gewandhaus oder an anderen Stellen das Weihnachtsoratorium oder eine Passion aufführen. Aber man kann das vielleicht auch andersrum aufzäumen, Herr Wolf. Weihnachten schwingt ja sehr, sehr viel mit, wenn man sich ein Weihnachtsoratorium anhört, in der Thomaskirche oder wo auch immer in der Kirche, mehr noch als bei den Passionen. Aber vielleicht kann man, wenn man von diesem Wohlfühl-Event in der Vorweihnachtszeit, ich gehe vorher noch ein bisschen Geschenke kaufen, dann lecker essen und dann ins Konzert und höre mir da ja auch nur als Konzertevent das Weihnachtsoratorium an. Vielleicht kommt man ja vielleicht sogar noch mehr zu Inhalten, wenn man es von diesen Rundum-Aspekten abgekoppelt sieht. Also jeder empfindet das ja anders und ich unterstelle niemandem irgendwelche unlauteren Motive beim Hören eines geistlichen Werkes oder des Weihnachtsoratoriums, egal in welcher Zeit. Die Frage ist, was ist stimmig? Und beim Weihnachtsoratorium haben wir ja einen Punkt, dass dieses Werk ja auch von Bach selbst, obwohl aus 6 unterschiedlichen Teilen bestehend, als ein gesamtes Werk angesehen worden ist. Sonst wäre es ja zu dem Titel nicht gekommen, der kein nachträglicher ist. Und sonst wäre es ja auch nicht zur Veröffentlichung, schon zur Bachzeit, der 6 Kantate in einem Heft gekommen. Also von daher gesehen ist es sicherlich durchaus angemessen, auch diese 6 Kantaten oder 6 Teile des Weihnachtsoratoriums auch außerhalb des gottesdienstlichen Rahmens, für die sie geschaffen worden sind, aufzuführen, auch kompakt. Und ich halte es auch für möglich im Konzertsaal. Aber das ist ja das Gute.
auch der, der nicht vertraut ist mit den Inhalten, mit Kircheninhalten, spürt instinktiv, dass da was fehlt, wenn es in einem Konzertsaal aufgeführt wird. Nun gibt es aber in bestimmten Regionen dieser Welt ja gar nicht die alternative Kirche, sondern da geht es nur in einem Konzertsaal, wenn man zum Beispiel an Japan denkt oder an andere Länder. Und von daher gesehen sollten wir uns hüten, aufgrund unserer komfortablen Situation, zum Beispiel hier in Leipzig, anderen etwas ideologisch aufzudrücken. Würden Sie sich denn, andersrum gefragt, es besser vorstellen können, im Juni das Weihnachtsoratorium sich anzuhören, wenn es in der Kirche stattfindet? Nee, auch nicht. Das geht eigentlich gar nicht, ja, und wird sicherlich auch nicht passieren, obwohl ich auch da sagen würde, sage nie, es soll geschehen, ja, öffne deren Hinterpförtchen durch, vielleicht das schöne Wörtchen. Also, es kann ja eine Situation sein, die das auch mal als sinnvoll erscheinen lässt. Ich bin da nicht so ideologisch, weil ich nicht den Unterschied sehe zwischen dem Weihnachtsoratorium und den Passionen, was diese Frage angeht. Wir haben keine Diskussion gehabt bis jetzt, dass regelmäßig bei den Bachfesten die Passionen aufgeführt worden sind. Entweder im Gewandhaus oder in den Kirchen. Und wieso eigentlich beim Weihnachtsoratorium? Das verstehe ich nicht. Und da habe ich eher so manchmal den Eindruck, dass da so religiöse Gewöhnungsaffekte bei bestimmten Leuten eine Rolle spielen. Ich würde es ja hirnrissig empfinden, wenn ich das noch kurz sagen darf, wenn man beispielsweise die Passion in der Adventszeit und das Weihnachtsoratorium in der Passionszeit spielen würde, dann würde ich sagen, das ist also, da würde ich mir einen Kopf greifen, sagen, da hat er noch überhaupt nichts mehr verstanden, weder Inhalt noch sonst irgendwas. Also, aber ansonsten würde ich dann schon sagen, es ist. Aber wenn man die Heilsgeschichte ganzheitlich sieht, müsste doch beides eigentlich immer gehen. Nee, was anderes ist wichtig: die Brückenschläge, die Bach ja selbst vollzieht in seinen Werken, die deutlich machen. Mhm. Ja? Also der Brückenschlag, dass in der sechsten Kantate die Choralmelodie von O Haupt voll Blut und Wunden verwendet wird. Eben auch, oder in der Passion, Matthäus Passion, schon im Eingangschor auf die Auferstehung verwiesen wird. Olam Gottes unschuldig, also mit dem Cantus Firmus, und der dann auch in eine bestimmte Richtung, beziehungsweise aus einer bestimmten Richtung her zur Bachzeit gesungen worden ist, nämlich von der Schwalbennest Empore, also aus dem östlichen Bereich der Kirche. Also das ist wichtig, diese Dinge aufzuzeigen, und das ist die Chance des diesjährigen Bachfestes, dass Bach ja das auch nicht so statisch getrennt gesehen hat, sondern dass er ja immer den Bogen geschlagen hat und in Kantaten sowieso. Da zeigt sich ja ein ganz grundsätzlicher Unterschied zwischen der protestantischen und der katholischen Kirche. Ich bin auch Katholik, wir haben die Probleme ja nicht so. Ne? Bis auf ganz wenige Tage im Kirchenfest, wo es Besonderheiten gibt, ist so eine lateinische Messe, und es ist völlig egal, wann man sie spielt. Wie ist denn das mit der im Konzertsaal? Also hätten Sie mit einer Hamollmesse im Konzertsaal weniger Probleme als mit einem Oratorium, oder greift da genau das Gleiche? Ich denke, es greift bei mir jedenfalls dasselbe. Also diese Kompositionen, die Messen sind für den liturgischen Gebrauch, wenn ich das mal so sagen darf, komponiert und geschrieben. Und dort gehören sie auch hin, und dort sollten sie auch aufgeführt werden. Das ist Lob Gottes, das ist die Verherrlichung Gottes innerhalb der Liturgie, die dort nochmal einen besonderen Aufschwung erlebt wird. Und deswegen kann ich mir ehrlich gesagt auch eine lateinische Messe, selten genug kommen sie vor, im Konzertsaal kaum vorstellen. Ich habe mir das wohl mal angeguckt gehabt, als hier in der Oper das sogar getanzt wurde. Das fand ich schon beachtlich. Ich müsste jetzt mal wirklich ganz scharf überlegen, ob es mir einen geistlichen Gewinn gebracht hätte. Auf jeden Fall hat es mir gefallen, muss ich sagen. Also da merken Sie ein bisschen meine Unentschiedenheit, vielleicht auch etwas in das Experimentieren hineinkommen, auch in die Fragestellung hineingehen, wie disponiert bin ich eben auch, um die Botschaften vielleicht auch ganzheitlich in mich aufzunehmen, durch Musik, durch Tanz und durch Bewegung und durch das Wort auch. Das sind noch Fragestellungen, die jenseits
von einem Zeitpunkt noch hinzukommen würden. Wobei das ja fast automatisch die Frage gibt, ob der Transport der Inhalte in geistlicher Musik, sei sie katholisch, sei sie protestantisch, ob das so stark ist, dass es eben auch über diesen direkten liturgischen Anlass hinaus trägt. Auf jeden Fall. Also es ist ja nicht so, dass die Inhalte sich dadurch verändern, dass ein Werk in einem Konzertsaal aufgeführt wird. Und ich sehe das Problem auch nicht, dass geistliche Werke in Konzertsälen aufgeführt werden, gerade auch Messen. Ich sehe ein umgekehrtes Problem, dass bei uns es viel zu wenig geschieht in den Gottesdiensten. Das heißt, wir müssen ja dafür sorgen, dass diese für den Gottesdienst geschaffene Musik auch dort wieder ihren Platz hat. Der Auszug der Musik aus den Gottesdiensten ist ja doch erheblich und auch durch uns selbst verschuldet. Und da, denke ich, haben wir eine ganze Menge zu tun, dass wir diesen Schatz eben wieder heben und dass wir die Gottesdienste damit bereichern und auch etwas dafür tun, um da auch auf nochmal das Bachfest zu kommen, dass dieser Rhythmus des Kirchenjahres wieder bewusst wird. Ja? Ein wunderbarer Rhythmus, der dem Biorhythmus sehr entspricht. Wobei ja das Bachfest, die Verdienste sind Legion, aber gerade was das anbelangt, ungeheuer verdienstreich ist. Denn wir führen, seit es das Bachfest gibt, die Debatte, ob sie das in der Zeitung mehr niederschlagen müsste. Auf jeden Fall ist es so, dass die Kirchenmusik im liturgischen Rahmen während des Bachfestes ein Niveau erreicht, das weltweit ziemlich einzigartig ist. Und das ist ja wahrscheinlich eine der wichtigen Säulen des Bachfestes. Ja. Genau. Und da haben wir drum kämpfen müssen, Herr Kaufmacher. Sie wissen es, ne? Es gab Tendenzen Ende der 90er Jahre, Anfang 2000, die gottesdienstliche Musik aus dem Bachfest auszuklammern. Was aber vom Tisch ist, oder? Was vom Tisch ist, Gott sei Dank. Da haben wir auch entsprechend einige Sträuße ausgefochten. Das Wichtige ist, ja, dass wir sehen, dass gerade die Bachsche Musik eben auch in ihrer Ursprünglichkeit dargestellt wird. Und das hängt, die Ursprünglichkeit oder die Originalität, ja, hat weniger etwas mit Darmsaiten zu tun und Stimmungen, sondern hat etwas zu tun mit den Orten. Und zwar nicht nur den räumlichen Orten, sondern auch dem liturgischen Ort. Ja, ich wundere mich immer, wenn da über die historische Aufführungspraxis geredet wird, dass alles eine Rolle spielt, ja, nur nicht der Ort. Ja, wenn Herr Gardiner hierher kommt, will er unten spielen, aber Bach stand oben. Ich denke, das gehört auch zur Originalität dazu. Wobei Herr Gardiner zu denen gehört, die expressis verbis Originalität für so wichtig nicht halten. Authentizität vielleicht eher, aber das ist beides. Ich glaube, die wenigsten von uns würden Bach so hören wollen, wie es damals wirklich geklungen hat. Aber das ist jetzt vielleicht eine andere Debatte. Das wissen wir ja nicht. Wir ahnen es und fürchten es. Ob es besser oder schlechter geklungen hat. Aber wenn wir nochmal auf die gottesdienstlichen Beiträge zum Bachfest gucken, ist da ein anderes Publikum als sonst in den Gottesdiensten ist, also unabhängig davon, dass es natürlich mehr ist, oder ist es auch ein anderes Publikum als abends oder nachmittags auf der Konzertschiene ist? Also ist das Bachfest, was das Publikum anbelangt, gespalten zwischen liturgisch funktionalisierter Musik und im Konzert funktionalisierter Musik? Bedingt. Und das hat einfach was mit den Kosten zu tun. Ja? Wir haben ja die wunderbare Situation beim Bachfest, dass man einen erheblichen Teil des Bachfestes für sehr, sehr wenig Geld, also nur fürs Eintrittsprogramm bei den Motetten, bei den Gottesdiensten für gar nichts, besuchen kann. Ja? Und dass viele Menschen in Leipzig, auch viele Kirchenmitglieder, können sich maximal ein Konzert beim Bachfest leisten. Mehr geht nicht. Und deswegen haben wir, allein schon deswegen, haben wir natürlich auch ein anderes Publikum bei den Gottesdiensten und bei den Motetten. Gott sei Dank ist es so. In Trinitatis aus, ist es da voller, als es sonst wäre? Ja, es ist voller und die Publikation zum Bachfest weist ja auch aus, dass wir also dort mitbeteiligt sind. Es ist auch ein anderes Publikum da, also die normale Sonntagsgemeinde trifft sich ja sowieso
Und die werden dann verstärkt durch einige Bach-Besucher, die meistens eben auch katholisch sind oder die eben so großes Interesse an den Aufführungen haben, dass sie sich ganz still in den Gottesdienstraum reinsetzen. Und dann gibt es im Anschluss an den Gottesdienst auch ganz gute Gespräche. Und das ist eine eher angenehme Angelegenheit. Weniger komfortabel ist halt die Lage der Propsteikirche. Da muss man ganz schön lange suchen. Das wird sich ändern, Gott sei Dank. Ja, muss man ganz schön lange suchen, um dort die Kirche überhaupt zu finden. Aber wenn man sie denn gefunden hat, dann merkt man, da ist Atmosphäre drin. Parkplatz zu suchen. Und dann ja, das sind natürlich so einige kleine Hemmnisse, die da auch noch eine Rolle spielen, aber die uns doch trotzdem nicht daran hindern, an diesem Gottesdienst teilzunehmen. Einer der für mich interessantesten Aspekte bei den Bachfesten sind die Gottesdienste in der Ordnung der Bachzeit. Eine Erfahrung, die ich jedes Jahr gerne mitnehme. Es ist für mich als Katholik natürlich noch fremder, als es vielleicht für Protestanten ist. Aber das ist doch fast katholisch. Ja. Also das merkt man gar nicht mehr, ganz, wo man ganz ist. Ganz weit weg von allen Erwartungen. Aber besteht da nicht die Gefahr, dass auch der Gottesdienst sozusagen als Konzertereignis, als Event wahrgenommen wird? Gerade bei dem Gottesdienst nicht, und zwar aus, denke ich, zwei Gründen hauptsächlich. Erstens werden ja diese Gottesdienste gestaltet vom Thomanerchor und vom Thomaskantor mit konzipiert. Der versteht ja jeden Auftritt des Thomanerchors im Gottesdienst als liturgischen Dienst. Und das überträgt sich. Das ist spürbar und das empfindet jeder, der den Gottesdienst besucht. Und zweitens ist das ja jetzt kein, ich sage manchmal despektierlich, Perückengottesdienst, ja, wo man also jetzt museal etwas darbietet, sondern dieser Gottesdienst hat ja auch seine ganz aktuellen Teile. Und diese aktuellen Teile sind die Predigt und sind die Abkündigungen. Und da ja in der Bachzeit die Abkündigungen bei diesen Gottesdiensten sozusagen das gesprochene Amtsblatt waren, also da alles kommuniziert wurde, was für die Stadtbevölkerung wichtig war, und deswegen dauerten die Abkündigungen damals eine halbe bis dreiviertel Stunde, orientieren wir uns gerade beim Gottesdienst in der Ordnung der Bachzeit öfters mal ein bisschen daran und können da manche Duftmarke auch setzen, was wir ja in der Vergangenheit auch getan haben, sodass dadurch der Gottesdienst ja auch seine Würze erhält und da jeder spürt, das ist jetzt nicht Konzert, ja, sondern das ist etwas, was mich unmittelbar auch angeht und berührt. Und diese Gottesdienste haben in der Vergangenheit, also die ich miterlebt habe, mitgestaltet habe, eine ungeheure Resonanz bei den Menschen. Da ist niemand da, der sagt, das war jetzt für mich nur Konzert und wo bleibt das Geistliche, sondern eher ganz das Gegenteil. Also von den Ausführern muss man auf jeden Fall sagen, dass die geistlich so zugerüstet sind, dass sie wirklich wissen, was sie dort singen. Die sind mit dem Inhalt vertraut. Bei unserem Chor, da wird richtig eine Katechese gemacht, was dort gesungen wird, wie die Inhalte. Und das spürt man irgendwie auch, dass das rüberkommt, die Botschaft kommt rüber, weil sie eben von einem authentischen Zeugen gesungen und gesprochen wird. Und da von konzertanten Aufführungen zu reden, das ist fast, würde ich mal sagen, wer da so spricht, das ist fast eine Beleidigung. Jein, also konzertant soll es ja durchaus sein, was die Qualität angeht, ja, wenn ich das okay darunter verstehe. Ja? Das meine ich so nicht. Wobei es mich überrascht zu hören, dass bei Ihnen, um die Inhalte sozusagen den Ausführenden wieder geläufig zu machen, erst noch eine Katechese notwendig ist, weil eigentlich ist die Tradition doch nie wirklich abgebrochen gewesen. Und eigentlich müsste man doch voraussetzen, dass wer Mitglied eines Kirchenchors ist, ist wohl meistens auch Mitglied der Gemeinde, müsste doch dann meistens drittens auch eigentlich wissen, worum es geht, und zwar sehr präzise. Das stimmt natürlich auch, ja, aber wir müssen ja hier versuchen, in Einklang zu bringen Text und Musik.
Was den Ablauf des Gottesdienstes betrifft, was biblische Texte sind, das ist natürlich bekannt, aber es schadet niemanden, wenn er auch weiß, warum der Komponist das so und so gesetzt hat und welche Instrumentierung unterlegt wird. Und das dort miteinander zu erarbeiten, das finde ich eine ganz wichtige Angelegenheit. Und wenn man sagt, gut, wenn man das Kyrie, Gloria, Credo, das ist eben in jedem Gottesdienst gleich. Aber wenn man schon in die wechselnden Texte hineinschauen kann, da kann man auch, denke ich mal, so eine Textanalyse machen, eine Exegese machen. Das schadet wirklich der Verständigung oder Verständlichmachung dieses Textes überhaupt nicht und wird gern noch angenommen. Ich weiß nicht, wo Sie Ihren Optimismus hernehmen. Dass die Tradition also schon so verinnerlicht ist bei den Kirchenmitgliedern. Also mag in der katholischen Kirche so sein. Ich kann nur jetzt von uns aus sagen, auch wir erleben ja den Traditionsabbruch ungeheuer stark. Und nehmen Sie mal allein das Kirchenjahr. Wer weiß denn von den Kirchenmitgliedern, dass das Kirchenjahr am ersten Advent beginnt? Wer weiß, dass die Adventszeit eine Fastenzeit ist? Wer weiß, wie das Kirchenjahr aufgebaut ist und was die einzelnen Feste bedeuten? Das ist in den letzten Jahrzehnten, ist ganz viel verloren gegangen, weil ja auch, entscheidend ist dabei, weil ja auch in den Familien das Kirchenjahr nicht gelebt wird. Also ich habe das noch zu Hause erlebt, ja, mit Wochenspruch und Wochenlied, was regelmäßig gesungen wurde. Aber das ist heute völlig weg. Und wir haben allerdings eben das Material, um diese Tradition wieder aufzubauen. Das ist ja das Wunderbare. Deswegen muss man da jetzt nicht jammern, sondern wir haben alles da. Und das finde ich eine große Möglichkeit in den Kirchen, diesen Rhythmus ja wieder zu verdeutlichen und auch die Tragfähigkeit dieses Rhythmus für das normale Leben aufzuzeigen. Aber wenn wir nochmal auf die Katechese des Textes von Kirchenmusik zurückkommen, haben wir es als Katholiken natürlich deutlich einfacher als Sie. Also wenn ich mir die vielen, vielen Bachkantaten zu den vielen, vielen Liturgien angucke, sind Texte dabei, da ist für mich Erklärung notwendig, weil ich schon nicht genau weiß, was mir das sagen soll, rein semantisch. Während bei uns ja im Wesentlichen immer das Gleiche gesungen wird. Und das haben wir erfahren. Von Kindesbeinen auf schon auf Latein auswendig gelernt. Also weiß man, worum es geht. Auf das Wesentliche reduziert, ja. Ja, aber ich meine, das ist ja in der Tat so. Dass die Messtexte, die sollte man eigentlich als bekannt voraussetzen können. Auf Latein vielleicht nicht mehr, aber also ich bin so noch groß geworden. Vielleicht sollte man auch mal wieder katholische Gottesdienste in der Ordnung von vor dem Zweiten Vatikanum einführen, um diese Tradition wieder aufleben zu lassen. Dazu äußere ich mich jetzt mal nicht hier. Wird auch zu weit führen, würde zu weit führen, ja. Aber richtig ist, dass wir die Pflicht haben, diese Texte und die Texte, insbesondere auch der Bach-Kantaten, wieder neu zum Leben und Verstehen zu bringen. Das ist eine große Aufgabe, der stellen wir uns ja in jeder Motette am Samstag, wenn eine Kantate aufgeführt wird, versuchen das in aller Kürze. Wir lesen ja auch seit jetzt inzwischen 10 Jahren, das haben wir zum Jahr der Bibel 2003 eingeführt, immer das Evangelium zu der Kantate, damit eben auch der biblische Hintergrund der Kantate nochmal sichtbar wird oder zumindest hörbar wird. Das fand ich eine ganz wichtige Ergänzung. Und jetzt heute zum Beispiel die Kantate zum Palmsonntag, Himmelskönig sei willkommen, nicht, verbunden mit der Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem. Und allein das kann ja schon den aufmerksamen Hörer ein bisschen helfen, die Kantate zu verstehen. Finde ich gut, ja. Wenn das so funktioniert, dass man Kantate und Evangelium dann zusammen hat,
im Gottesdienst, dann ist es eine Verstärkung und insofern eben auch eine sehr gute Verdeutlichung und Verinnerlichung auch des Textes. So sind sie ja auch gemeint, die Kantaten. Ja. Ja, und mittlerweile, es war früher sicherlich mal anders, ist es ja auch in der katholischen Kirche nicht nur denkbar, sondern auch Usus geworden, dass zumindest Teile von Bach-Kantaten zum Kirchenjahr passend Integration finden. Also in der Adventszeit sind natürlich Adventskantaten, auch in der Weihnachtszeit sind Ausschnitte aus dem Weihnachtsoratorium in der katholischen Kirche gar nichts Exotisches mehr. Nein. Also ist da die Ökumene schon vollzogen? Die ist in vielerlei Hinsicht vollzogen, nicht nur in der Kirchenmusik. Zum Beispiel? Wo sonst noch? Nur bei verschiedenen Formen der Gottesdienste zum Beispiel. Also wir treffen uns ganz regelmäßig hier zu Absolventengottesdiensten. Also gibt hier Pfingstmontag hier vor der Thomaskirche gemeinsame Bibelgespräche gibt es auch. Also und viele Begegnungen. Also ich meine, wir haben hier in Leipzig einen Stadtökumenekreis, wo ein sehr guter Austausch zwischen den ganzen Konfessionen hier in der Stadt Leipzig funktioniert. Das ist toll. Das ist toll. Also da gibt es viel. Und im Übrigen, ja, die Ökumene ist da. Es fragt sich nur, wer mitmacht. Die Ökumene müssen wir nicht schaffen. Die kann auch nicht scheitern, ja, weil allein schon von der Bedeutung her, wir sind ja da. Ja, und die Menschen praktizieren sie ja millionenfach, die Ökumene weltweit gesehen. Es fragt sich nur, ob die darüber reden, mitmachen. Das ist der entscheidende Punkt. Und hier, wir machen es an verschiedenen Stellen. Ja, sicherlich könnte man noch viel mehr machen. Aber der Neubau der katholischen Kirche ist für mich auch ein ökumenischer Akt in der Stadt. Wann ist mit der Fertigstellung zu rechnen, dass man zum Bachfest dann nicht mehr so lange suchen muss? Also das Bachfest 2015 kann dann auch in der neuen Propsteikirche stattfinden. Ja, wir rechnen Herbst 2014 mit Einzug. Wollen Sie das Datum schon wissen, ja? Sportlich. Ja. Wir werden erstmal am 27. April, das ist doch ein Samstag, ne? Am 27. April die Grundsteinlegung halten. Ich würde noch mal kurz zurückkehren wollen zu der Ordnung der Vor-Vatikanumszeit. Es ist in der evangelischen Liturgie ja über die Jahrhunderte so gewesen, dass es immer völlig unproblematisch war, auch alte Kirchenmusik in den lebendigen Gottesdienst einzubringen. In der katholischen Liturgie habe ich manchmal den Eindruck, dass die klassische lateinische Messe von Mozart, von Haydn doch irgendwie ein Fremdkörper geworden ist. Also eigentlich nicht. Also jedenfalls in unserer Gemeinde ist es nicht der Fall. Also wir haben, ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, aber ich würde mal sagen, so 10 Sonntage haben wir lateinische Gottesdienst, also lateinische Kirchenmusik mit den großen Messen. Da ist Haydn dabei, da war Mozart dabei, Brixi, ich weiß nicht, wer noch alles. Also das kommt vor, das ist auch bei uns durchaus in Übung und in Praxis, dass wir das also durchhalten. Das wollen wir auch so, weil wir eben auch das Traditionsgut an der Stelle hüten und bewahren wollen. Also es wäre eine Katastrophe, wenn solche Ausdrücke von Glaubensstimmigkeit verloren gingen. Das wäre eine Katastrophe und deswegen wird diese Praxis auch durchgehalten. Die Messtexte sind deutsch und das Kyrie nun griechisch, aber alles andere dann lateinisch. Und das wird mit großer Freude angenommen. Aber ist es nicht schon durch die lateinische Sprache dann doch ein Fremdkörper? Zumal es in der Propsteikirche, auch wenn die Adressaten Kinder und Jugendliche sind, eben ganz bewusst deutsch ist. Da ist die Kirchenmusik dann eben auch eine andere Form von Kirchenmusik, über die man jetzt streiten kann. Das ist hier der falsche Ort. Aber es wird nicht insofern hingeführt, als dass von Anfang an die lateinischen Texte auch eine Rolle spielten. Und auf einmal sind sie dann da im Erwachsenengottesdienst und Nein, das ist nie abgebrochen. Also diese Tradition der lateinischen Messen ist in der Propsteikirche nie abgebrochen. Also wenn wir lateinische Messen hören, wir sind dann natürlich eher dann passiv dabei, die sind uns nicht fremd. Wird das noch gelernt auf Latein? Also stumpf auswendig gelernt, ist es ja dann fast automatisch, wenn kein allsprachlicher Hintergrund ist. Das ist Learning by Doing, würde ich sagen. Also durch die Praxis kriegt man dann schon mit, welche Teile da gesungen werden. Und
Der Aufbau der Messe ist eben identisch, egal ob der nun in Chinesisch, in Lateinisch, in Russisch oder in Deutsch gehalten wird. Also man kann überall in der Welt zu einem katholischen Gottesdienst gehen und man weiß spätestens nach der zweiten, dritten Minute, in welchem Teil des Gottesdienstes man sich befindet. Und das ist ja in der lutherischen Liturgie nicht anders. Das Einzige, was Luther gemacht hat, war, dass er einzelne Teile auf Deutsch übersetzt hat. Sonst hat er an der Liturgie nichts, an der Messliturgie nichts geändert. Es ist, das ist ja auch so die große Mär, ja, da sei also irgendwie der Gottesdienst auch auf den Kopf gestellt worden oder auf die Füße. Dem ist nicht so, ja, sondern das Einzige war, dass er es auf Deutsch gemacht hat. Das kann man ja wunderbar verfolgen in seiner Ordnung der deutschen Messe. Und letztlich hat sich daran, jedenfalls in den Gottesdiensten, die wir in der Thomaskirche feiern, nichts geändert. In der Bachzeit gab es ja auch noch lateinische Teile in der Liturgie. Ich finde diese Diskussion, ob das jetzt Latein ist oder was weiß ich, nicht so prickelnd. Die entscheidende Frage ist, ist die Liturgie in sich stimmig und ist sie nachvollziehbar für die Menschen und vor allen Dingen, kann sie verstanden werden? Ja, das ist ja das Entscheidende, dass die Menschen sich darin auch wiederfinden. Wir machen an der Thomaskirche die Erfahrung mit der Liturgie, die wir sonntags morgens relativ konsequent durchführen. Natürlich immer ausgerichtet nach dem Thema des jeweiligen Sonntages, also genau das Kirchenjahr abgebildet. Wir machen die Erfahrung, dass das zu einem ganz stabilen Gottesdienstbesuch führt. Und zwar durch alle Generationen. Durch alle Generationen. Es ist nicht so, ja, dass das eine kinderfeindliche oder jugendfremde oder den Menschen abgewandte Liturgie ist, sondern es ist etwas, wo sicherlich Eingewöhnung nötig ist, ja, aber wo die Menschen auch spüren, das hat Bestand. Und mir nutzt keine Liturgie etwas, die nach dem dritten Mal abgelutscht ist, ja, die ich nicht mehr hören kann. Und das Erstaunliche ist ja bei der Messe, ja, dass das eine Form ist und eine Dramaturgie ist, die jetzt seit 1500 Jahren hält. Das muss mal erst ein Regisseur fertigbringen, so etwas hinzukriegen. Das schafft der Broadway nicht. Ja, wobei ja bei beiden Konfessionen und ihren Untergruppierungen immer mal wieder versucht wurde, Hand anzulegen, um, na, ich sag's mal, sich anzubiedern. Wobei glaube, das ja auch nicht so richtig funktioniert hat. Nee, ich glaube, das ist es nicht. Also ich bin nicht ganz der Meinung von Herrn Pfarrer Wolf, weil es ist schon beachtlich, wenn man einmal schaut, der Gottesdienstbesuch nimmt natürlich ab. Das liegt nicht nur an den eh schon schwindenden Zahlen der Mitglieder. Ich glaube schon, dass die Frage gestellt werden muss, wie findet sich jemand im Gottesdienst oder wie bringt sich jemand in den Gottesdienst ein, auch mit seinen Fragen, mit seinen Vernetzungen, und findet er im Gottesdienst eben auch Antworten auf das, was er eingebracht hat. Gottesdienst ist nicht nur das reine Gotteslob, wo man sagt, wir abstrahieren von unserer Welt und wir singen Halleluja, egal mit welcher inneren Verfassung wir dort stehen. Sondern ich denke, Gottesdienst ist vor allen Dingen der Dienst Gottes an uns Menschen, nicht umgekehrt. Ist die Ausrichtung des Gottesdienstes. Insofern muss man immer auch wieder fragen, der Mensch in seinen Entwicklungsformen, seinen Entwicklungsstufen, mit seinem neuen Denken und mit seiner andersartigen Erfahrungswelt, wie findet er innerhalb der Liturgie Platz? Und dann ist es schon ein gewisses Spannungsverhältnis. Einerseits das, was eben in der Vergangenheit gewesen ist, dass die Tradition zu wahren und fortzuführen, aber auch gleichzeitig zu gucken, wo kann man denn auch spielerisch
sozusagen auch Liturgie erleben. Spielerisch meine ich jetzt nicht so experimentell, da ist mir die Liturgie viel zu wertvoll, um das zum Experimentierfeld zu machen. Aber ich weiß nicht, ob Sie ahnen, was ich meine. Also dass es nicht einfach nur so zack, 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 zack geht, dass man also dort einen Ritus runterspult und egal, was da auch sonst passiert, sondern dass Liturgie lebendig wird, sagen wir es mal so. Aber die Lebendigkeit der Liturgie, ja, hängt nicht vom Alter der Liturgie ab, sondern die hängt davon ab, ob ich eben eine Tradition so mache, als wäre sie heute das erste Mal. Das ist ja die Herausforderung von denen, die das mitgestalten. Ich ahne, was du meinst, und stimme dem auch zu, dass wir natürlich auch den Aspekt der Beteiligung ganz stark berücksichtigen müssen und auch immer wieder neue Formen ausprobieren müssen. Da bin ich sofort dabei und das ist wichtig. Aber es nicht als Alternative sehen zu dem, was sich bewährt hat. Und ich finde, ich möchte das nochmal sagen, eine Liturgie, die über, und das ist ja das Wunderbare, ja, gemeinsame, die über anderthalb Jahrtausende Menschen weltweit in die Gottesdienste zieht und ihnen hilft, sie stärkt und das Leben auch aufnimmt, die kann nicht falsch sein. Und das ist das, was wir, denke ich, heute uns immer wieder ins Bewusstsein rufen müssen. Natürlich muss ich die wieder auch verlebendigen ständig und mich kritisch fragen, mache ich es richtig und überlegen, ob man die Menschen erreicht. Aber ich halte es nicht für richtig, diese Grundform des Gottesdienstes zu verlassen. Und ich kann nur dafür plädieren, auch das, was die Tradition am Material bietet, immer wieder aufzugreifen. Es ist ja auch so, dass in den beiden Liturgien sich über die Jahrtausende mittlerweile gezeigt hat, dass sie aufnahmefähig ist. Wir sind ja losmarschiert bei einem Musikfestival. Sie aufnahmefähig ist für Gregorianik, für Palestrina, für Barockmusik, für Musik der Wiener Klassik, für romantische Musik, also von Ockeghem bis Bruckner und davor und danach passt ja alles irgendwie auch rein. Auch für moderne Musik, wie wir im vergangenen Jahr gesehen haben. Da stellt sich dann mir eben schon die Frage, ob sie dafür wirklich noch aufnahmefähig ist. Also moderne Musik nicht im Sinne von zeitgenössischer Musik, sondern moderne Musik im Sinne von Beatmessen und so. Ach so, das ja, dann aber dann reden wir mal erst von der zeitgenössischen Musik. Das haben wir ja nun gesehen mit den Uraufführungen in der Thomaskirche, dass das geht. Wir müssen nur die Angebote machen. Ja, das Schlimme ist ja, dass Komponisten auch da ausgezogen sind aus den Kirchen und wir müssen sie wieder einladen. Das gleiche gilt ja für die bildende Kunst. Mhm. Einladen, wieder mitzumachen und auch Gestaltungsraum geben und da müssen wir auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen dafür. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, nicht, also ausgezogen klingt so, als wenn die Komponisten keine Lust mehr gehabt hätten. Sie sind ja durchaus auch nicht nur freundlich behandelt worden, so ist sozusagen es. Rauskomplimentiert worden aus beiden Kirchen. Also in der katholischen Kirche, was ist das Neueste, was dann auch stattfindet? Schwer. Also eigentlich ist ja nach Bruckner Feierabend, oder? Und das, was danach noch gekommen ist, klingt so, als sei es vor Bruckner. Nein, 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 nein. Also da kenne ich mich jetzt in der Musik. Ich kenne mich da in der Musikszene nicht ganz so gut aus wie Sie möglicherweise. Aber ich denke schon, dass wir noch modernere Kompositionen haben. Vielleicht Penderecki oder so. Doch, ja, klingt dann so wie Vorbruckner. Aber das wird jetzt vielleicht so weit. Ist okay, aber, ja. Aber es hat sich ja gerade. Aber das andere, was die Beatmessen angeht, also ich habe in meinem Vorleben sehr viele Beatmessen gemacht. Sehr riesige Hallenveranstaltungen auf den Kirchentagen, so in den 80er Jahren. Mit Begeisterung habe ich die gemacht und konzipiert und durchgeführt. Und habe mich dabei immer auch an der Messform orientiert. Das ist ja das Wunderbare, ja, an den 5 Messteilen. Ne? Letztlich war das Grundgerüst auch für Beatmessen. Ich halte das für eine gewisse Brückenfunktion. Ja. Tragfähig über Jahre oder Jahrzehnte ist das nicht.
Von den Jahrhunderten oder Jahrtausenden ganz zu schweigen. Ja, das muss ein Schlüssel sein. Das wissen wir noch nicht, weil aber wir ich meine, das würde ich ja auch sagen, das ist dann Gebrauchsmusik, aber deswegen ist sie ja nicht schlecht. Und deswegen würde ich auch sagen, es ist gut, dass sowas gemacht wird. Es sollte nur nie die Illusion aufgebaut werden, ja, das sei die Alternative für die nächsten Jahrhunderte. Also ich glaube, das sieht man schon daran, dass ich es für sehr unwahrscheinlich halte, dass in 250 Jahren hier sich Menschen treffen und sich darüber fragen, also sich darüber unterhalten, ob man Beatmessen auch im Konzertsaal machen darf. Und vielleicht auch noch losgelöst vom Gottesdienst. Warum wollen Sie davor sehen, Gottes Grenzen setzen? Also vielleicht wird das in 250 Jahren auch ein Thema werden. Das würde mich dann grundsätzlich diesen Blickwinkel haben wir nicht. Also ich meine, es gab schon eine ganze Menge Verirrungen, also nicht nur in der Musik oder sonst irgendwo, also ich will das gar nicht jetzt konkret weiterführen, die sind dann sang- und klanglos verschwunden. Und das, wo andere dachten, das wird ein Rohrkrepierer, wird dann praktisch zu einer richtigen Bewegung werden. Also insofern lassen wir das die zukünftigen Generationen entscheiden. Dann gehen wir vielleicht nochmal zu den Werken zurück vom letzten Jahr, wo zumindest der Anspruch der Urheber in diese Richtung zielt. Gott, es kommt dann manchmal immer anders, als man vorher denkt. Aber da hat sich ja gezeigt, bei eigentlich all diesen Uraufführungen, selbst bei Holliger, dass es in der Kirche von den Kirchenbesuchern ja als Fremdkörper gar nicht wahrgenommen worden ist. Im Grunde war die ganze Angst, die mancher vielleicht vorher hatte, die in den letzten Generationen auch den Umgang mit zeitgenössischer Musik im liturgischen Rahmen bestimmt hat, völlig unnötig, oder? Es ist angenommen worden, es ist wahrgenommen worden, sehr offen Angst, angenommen. Angst ist immer unnötig, an der Stelle. Also Angst vor Neuem. Ich meine, die einzige Enttäuschung war Holliger, aber weniger musikalisch als vielmehr textlich dieses Sammelsurium von Gedichten von Kurt Marti, den ich eigentlich sehr, sehr schätze. Aber das war so ein bisschen aus meiner Sicht daneben, leider. Während die textliche Grundlage von der Komposition von Henze einfach großartig war. Die ist ja für sich schon ein literarisches Werk. Was ich denke mal, was sich ausgezahlt hat, auch so in den letzten Jahren, ist, dass wir ja auch gerade in der Thomaskirche, und das versuchen wir ja auch weiterzugeben, eben die Texte und die Kompositionen, die Kirchenmusik nicht missachten, ja, sondern dass das wirklich ein ganz wichtiges Element im Gottesdienst ist und dass wir das genauso wertschätzen, dass diese schlimme protestantische Tradition, ja, dass eigentlich ist nur das Wort und die Predigt und alles andere ist Nebensache, dass wir die hier nicht fortsetzen, ja, sondern dass wir eben auch, das ist ja die Herausforderung hier in der Thomaskirche, versuchen, jetzt spreche ich von den Pfarrern her und Pfarrerinnen her, versuchen, der Professionalität der Musik auch standzuhalten. Damit meine ich jetzt nicht nur die Aufführungspraxis, ja, sondern eben auch die Komposition als solche, die hochwertigst sind. Und den müssen wir standhalten. Und das muss ein Ganzes geben. Und das darf nicht auseinanderfallen. Und dass wir das hier praktizieren, das überträgt sich dann auch auf neue Kompositionen, ja, und dann ist das auch ein wichtiger Bestandteil und dann wird das integriert und dann wird das auch versucht, inhaltlich zu begleiten. Und das fand ich eigentlich wunderbar, dass das im vergangenen Jahr so möglich war. Und ich hoffe, dass das so weitergeht. Ich meine, Biller ist ja jemand, der verstärkt jetzt ja auch selbst komponiert, aber eben auch immer wieder zeitgenössische Kompositionen heranzieht. Und es ist ja für die katholische Kirche auch was dabei abgefallen. Der Penderecki, da sprachen wir eben schon von, das ist eine klassische Missa Brevis. Es spräche nichts dagegen, sie auch in der Propsteikirche zu integrieren. Keineswegs. Machbar ist ja auch, handwerklich. Ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass also so eine große Distanz zwischen, Kultus und Kunst zustande gekommen ist. Also die Berührungsängste, die man dort hat,
Also letztes Drittel 19. Jahrhundert hat der Cäcilianismus bei uns sehr vieles kaputt gemacht, mit seiner neuen Einfachheit, die zu neuer Erbärmlichkeit geführt hat bei vielen Komponisten. Und seitdem ist nicht mehr sehr viel Maßgebliches in der katholischen Kirchenmusik entstanden. Mhm. Schönen Dank, ja. Ich meine, ich lerne ja auch was hier. Naja, aber das ist ja etwas, was wir auch insgesamt sehen müssen, dass wir da eine Bringschuld, denke ich, auch haben gegenüber den Komponisten heute. Und es kommt natürlich auch hinzu, das kommt man ja bei Henze wunderbar studieren, auch an seiner Biografie, dass natürlich viele Komponisten auch sich entfernt haben von den Kirchen, auch innerlich entfernt haben von den Kirchen, auch vom Glauben. Und das ist ja schon beachtlich, dass Henze nun ganz am Schluss eines seiner letzten Werke eben der Kirchenmusik gewidmet hat. Und ich denke mal, da wird es auch wieder eine Besinnung darauf geben, ja, dass Kultur etwas mit Kultus zu tun hat und dass auch die Musik natürlich ihre Fundamente nicht selbst schaffen kann, ja, und dass wir zunehmend ja, jedenfalls jeder, der nachdenkt über diese Welt, sich fragt, wo finde ich denn die Lebensfundamente? Und da, um jetzt nochmal auf das Bachfest zu kommen, da finde ich ja, dass wir mit unserem Fund noch sehr viel mehr wuchern müssen. Ich bin froh, dass das Bachfest das macht in diesem Wagnerjahr. Denn ich kann mir nicht vorstellen, ja, dass der Mensch des 21. Jahrhunderts in der verschriemelten germanischen Mythologie nun seine Lebensgrundlagen findet. Während ich schon meine, dass die Grundaussagen des biblischen Glaubens sehr wohl etwas beitragen können zu einem einigermaßen menschenwürdigen Dasein auf dieser Welt. Schöner kann man, wir sind nämlich auch über die Dreiviertelstunde, die wir haben, hinaus, eigentlich gar nicht schließen. Ja, ich werde mir das Weihnachtsoratorium in der, im Gewandhaus anhören, auch mitten im Juni. Sie kriegen es bezahlt. Ein bisschen notgedrungen, ein bisschen notgedrungen. Aber ich sehe es in der Tat auch als Chance, Gardiner mal sozusagen losgelöst von allen auch akustischen Fairnessen damit hören zu können. Wir sehen uns hier, wenn Sie mögen, in einem Monat wieder mit einem Kollegen vom Mitteldeutschen Rundfunk und einem Kollegen von der Deutschen Welle. Da wird es darum gehen, wie sich eigentlich in der Welt die Vita Christi am Bachfest, aufs Bachfest fokussiert, vermitteln lässt. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie gekommen sind, für Ihre Aufmerksamkeit, und Ihnen beiden danke ich noch viel mehr. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.